Der Nimbus 2000. Ich weiß, was ihr euch jetzt denkt. Okay, der ist ein bisschen klein, der ist aber auch nicht zum Fliegen gedacht, sondern zum Schreiben, denn der ist ein Kuli. Und ja, die Kulispitze versteckt sich eben unter dem Besenschweif. Da kann ich direkt noch ein paar technische Details dazu geben. Und zwar ist ja eine kleine Mine drin. Da gibt es noch ein Ersatzstück dazu, wenn die dann aufgebraucht ist. Aber damit ihr euch dann vielleicht später mal nicht kaputt sucht, um noch so eine Mine zu finden, da könnt ihr so ein bisschen recyceln. Und zwar nehmt ihr einfach normale Kugelschreiber, da die Minen, wenn die schon fast durch ist, schneidet ihr einfach das Endstück ab und packt das dann einfach hier in den Stift rein. Es ist zwar schon was Besonderes, dass es der Nimbus 2000 als Kuli ist, aber es geht sogar noch weiter. Und zwar haben wir dafür hier eine Halterung, in der der Stift schwebt. Das ist keine Magie, sondern Physik, denn das wird durch Magnete gehandhabt, wobei Magnete ja wiederum, also Magnetismus in der Physik ist ja eine Naturwissenschaft. Technisch gesehen ist Magie aber auch eine Wissenschaft, die wie alle anderen Wissenschaften ineinander übergehen, also Biologie, Physik, Chemie, Magie. Das jetzt kurz dahingestellt, denn ich erzähle euch noch ein bisschen mehr dazu. Und zwar gibt es auf dieser wunderschönen Base auch noch einen kleinen Schriftzug, also ein goldenes Schild, auf dem nochmal der Titel Nimbus 2000 steht. Ja, der Nimbus 2000 ist ja dahingehend berühmt, dass der erste Besen von Harry ist, wo ich mir gedacht habe, ja toll, der berühmte Harry Potter hat saumäßig viel Gold geerbt und er bekommt ja den bis dato besten Rennbesen überhaupt einfach mal geschenkt. Und dann auch noch von der Schule, von McGonagall. Ist das nicht auch so ein bisschen Bevorzugung der Schüler? Ich meine, klar, als der Nimbus 2001 kam, war es vielleicht ein bisschen ungerecht, dass Draco durch seinen Vater da ins Slytherin-Team gekommen ist, weil er dann einfach die ganzen Besen gekauft hat. Stell dir mal vor, Snape hätte das gemacht. Da hätten die den gleich für noch mehr für den Arsch gehalten. Und was ist denn die McGonagall? Ach ja, die schenkt Harry einfach so den besten Besen. Das ist in Ordnung. Zumal es ja für Erstklässler eigentlich verboten ist. Ja, für Harry wird immer die Extrawurst gedreht. Dafür hat er den ja dann allerdings im dritten Teil an die Peitschende Weide verloren. Hat dann aber eigentlich fast direkt im Anschluss den Feuerblitz gekommen, der bis dahin dann wieder der beste der besten Besen war und das auch noch geschenkt. So ein bisschen kann ich der Draco nachfühlen, dass ich dachte, Potter!